Ich warte auf ein Hologramm vom Lern 16, ich sehe es. Ah, da bist du. Okay, dann beginnen wir das Gespräch. Jedi, ihr habt meinen Sohn gefunden. Danke. Er hat mir gesagt, was ihr getan habt. Er ist in Sicherheit und ich bin froh, dass sein Entführer bei euren Meistern ist. Tja, hoffentlich geht das gut. Ich hoffe, der Hohe Rat der Jedi wird mit ihm fertig. Ich vermute, er wird ein schwieriger Schüler sein. Der Fleischräuber wird uns nie wieder etwas tun. Das genügt mir. Ihr habt mein Wort. Wenn die Ältesten von den Jedi sprechen, werde auch ich sprechen. Und auch mein Sohn. Damit danken wir euch. Das wird auf jeden Fall noch zum Guten führen. Vielleicht können die Jedi und euer Volk mit der Zeit Verbündete werden. Verbündete auf Tython und Verbündete gegen die Fleischräuber. Wir wünschen euch alles Gute, Jedi. Lebt wohl. Möge die Macht mit dir sein. Sind das schönes Kartellmarkt. Kostenloser, geringer Erfahrungsschub. Aber habe ich noch einen. Handschuhe gibt's auch. Aber wir haben gar keine Handschuhe bisher. Tresorkiste, Creditkiste. Oh, und 16.000 Erfahrung. Wow. Oh, 17.000 Erfahrung. Ja. Wie ist das denn? So, jetzt will ich mal sehen, wir kriegen Handschuhe. Schauen wir mal, wie die ausschauen. Oh, ja, doch, schauen schick aus. Ja, Handschuhe. Gibt Rüstung. Schauen wir, wie viele Credits wir bekommen. 570. Ja, 579. Schön, Leng. Jetzt gleicht sich alles aus, oder? Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Ja, die schwere Rüstung behalten wir mal noch. Ich laufe halt komplett falschen Weg, ne? Das kommt schon mal vor, ja. Ja. Dafür schaue ich halt, wie schön hier alles ist. Die schöne Natur. Die wunderschöne Natur. Weil das andere wundert mich echt, dass wir da, dass man das Lichtschwert nicht nehmen kann. Das ärgert mich ja immer noch ein bisschen. Hier. Das ist echt richtig schön hier. Huch, aufpassen, dass ich nicht runterfall. So, dann muss ich... Gemein. Na gut, bleiben wir bei unserer anderen Waffe. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. So. Was? Ich kämpfe ein bisschen. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir zu den Ruinen von Karl. Okay, Schnellreise kann ich nicht machen. Das heißt, ich kann maximal zum nächsten Punkt reisen mit dem Taxi. Klebriges Fleisch. Taxi? Taxi? Taxi! Taxi! Wenn ich da hinkommen. Das ist Frontlager, Lager, Dingens da, reise ich mal eben. Ja, ja. Es ist auch so schön, wie er seine Leko so ganz angelegt sind und der da so gebückter fährt. Sieht echt cool aus. Hier verkauft man ein paar Sachen. Ist auch ein Händler? Ja. Verkauf gesehen gehabt. Ach, da bist du ja schon. Ja. Ja, wunderbar. Wir finden uns ja wieder. In der Tat. Da bist du. Hast du alles verkauft, was du verkaufen wolltest? Jo. Dann können wir ja zu den Ruinen aufbrechen. Mittlerweile kenne ich den Weg sogar schon. Echt krass. Ja. Nachdem er jetzt schon sagt, er lief falsch. Ne, er läuft richtig. Passt. Ja, da vorne sind die Ruinen. Ja, ja. Also man lernt die Karte auf jeden Fall mit der Zeit ganz gut kennen. Tipp mal, wir sind aber nicht mehr so lange hier, weil wenn man jetzt mal schaut, da unten ist noch ein großes Gebiet, was uns fehlt. Und sonst haben wir hier, glaube ich, alles gesehen, was es zu sehen gibt. Na, groß ist es nicht, das Gebiet da unten. Naja, aber es ist zumindest ein Gebiet. Hier. So, mal das kurz schon. Nicht in sinnlose Kämpfe verwickeln lassen. Aber, Erfahrung. Erfahrung, Len, die bringen ja auch so viel Erfahrung. Ja. Echt? Na, ja. Die bringen nicht mehr so viel, die sind ja Stufe 6. Ach so, bei denen lässt sich das jetzt nicht mehr vermeiden. Ich dachte, du hast gesagt, allgemeine Erfahrung. Die bringen gar keine Erfahrung mehr übrigens. Die bringen keine Erfahrung mehr. Lol. Ah, verdammt, wir müssen irgendwo anders hin. Wir müssen oben rumgehen. Wir müssen die Treppe hoch, glaube ich. Die Treppe ist nebenan. Ah, okay. Mittlerweile kenne ich mich zumindest schon ein bisschen hier aus und weiß, wo ich lang muss. Erfolg abgeschlossen, Druidendemolierer. Hast du dir verdient, Len. Danke. Danke. Ich glaube, wir sind auf etwas auf ab. Ne, das ist der richtige Weg. Oho. Da vorne ist das Gebiet. Da sehe ich es auch schon. Da leuchtet es blau. Ah ja. Ob wir da den ollen Bengel treffen? Ich vermute es mal sehr stark. Ja.
Endlich mal wieder jemand mit Lichtschwert. Vielleicht kriegen wir ja von dem das Lichtschwert. Ich hoffe es ja immer noch, dass wir ein zweites Lichtschwert bekommen. Wir werden wieder getrennt. Nein, Len. Leroy. Ey, das ist eine Quest. Oh Gott. Nein, ich bin nicht drin. Okay, ja, nee, nicht, dass wir dann halt die Quest da drin sowieso machen müssen. Und dann zwei Quests können wir dann auf einmal machen. Das wäre ja praktisch. Mal gucken, wo die Quest ist. Hier ist eine Riesentruhe. Ah, ich habe den Questgeber gefunden. Oh, er brennt mich. Ich brenne. Wow, das ist ein schöner Stein. Das ist ein cooler Stein hier. Ich hätte einfach so einen coolen Stein irgendwo gestellt. Der ist doch viel zu schön. Den müssen wir doch irgendwo in die vom Jedi-Tempel aufstellen oder so. Du kommst da vorne klar? Ja. Ja, okay, gut. Hier ist unser Questgeber. Questgeberin? Nee, Questgeber. Am Gespräch beteiligen. Es geht einfach nicht. Warum verlangt mein Meister das Unmögliche von mir? Okay. Warum so hysterisch? Ja, braucht ihr Hilfe? Stimmt hier irgendwas nicht? Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich hatte euch nicht kommen sehen. Mein Meister sagt, dass es hinter diesem Felsen kostbare Schätze gibt. Aber ich kann das verdammte Ding nicht bewegen. Meine Anweisungen lauten, dass ich zu einer Plattform in den Ruinen gehen soll. Meditiere und lass dir von der Macht Stärke verleihen. Und obwohl ich bis zur Erschöpfung meditiert habe, ist nichts passiert. Ich würde ja am liebsten sagen, Macht weiter. sagen wir mal, wenn wir so weitermachen. Vielleicht solltet ihr es einfach nochmal versuchen. Ihr habt ja keine Ahnung, wie lange ich schon hier bin. Und jetzt fliege ich aus dem Orden, weil sich ein unbeweglicher Stein nicht bewegen lässt. Es ist absurd. Hey, wie wäre es? Vielleicht könnt ihr mir helfen. Seid ihr gut im Meditieren? Die Besten. Das lässt sich herausfinden. Ohne jeden Zweifel. Ich danke euch. Ihr habt mich gerettet. Kniet euch einfach vor den Altar in der Nähe. Wenn ihr euren inneren Frieden findet, könnt ihr angeblich diesen Felsblock bewegen. Wenn ihr scheitert, kann ich meinem Meister zumindest sagen, dass ich nicht der Einzige war. Na gut. Eine Runde meditieren. Len, wollen wir meditieren? Dann machen wir das mal. Wir sollen irgendwas in die Luft heben. Oder was soll man? Ah, ja, hier ist was. Felsen. Der Riesenfels. Oho. Felsen in Luft heben, das kennen wir doch auch noch irgendwo her. er schwebt, Len. Er schwebt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Und der ist wieder runtergefallen. Haben wir ihn kaputt gemacht? Ja, nee, er kommt wieder. Aber Glück gehabt, wir haben ihn nicht kaputt gemacht. Warte mal. Okay. Was? Wieso? Hä? Wieso muss man diesen kleinen Stein hochheben? Ich weiß es nicht. Fragen wir ihn doch am besten. Ihr habt es geschafft! Ich weiß nicht, ob ich mich für meine Unfähigkeit schämen oder über euren Erfolg freuen soll. Hinter diesen Felsen sollte sich doch etwas Wichtiges befinden. Vielleicht ist es ja gar nicht so leicht zu sehen. Dann sollten wir die Suche fortsetzen. Aber... Iniki! Meister Quill Jake! Warum seid ihr hier? Aber Meister, das ist nicht mein Fehler. Ich habe nicht um Hilfe gebeten. Ich wollte sie ablehnen. Tja. Wir sind auf der guten Seite. Wir sind Petzen, das ist gemein. Aber... Das ist einfach nicht wahr, Meister Cool Jake. Kunamo. Uban Chone Alipa. Istin Koto. Wonki Atacha Kappa Donka. Jisa Bicha. Böses Ankulotzen. Gumpa. Gigi no Liamake Chisa. Das ist alles eure Schuld. Ihr habt mir meine Zukunft geraubt. Ah, das hast du schon ganz alleine geschafft. Dass er seinen Felsen bewegt mit der Macht zu kommunizieren, ist das normal so der Meister vermag. Hast du etwa nicht gelesen? doch, jetzt schon. Hallo? Also sollte er eine Enttäuschung erleben.
Dann wolltet ihr seine Entschlossenheit und Hingabe testen? Kunta Chuta, Kasuya Likulira, Tanki Kung, Manchi Doti Puna Puna, Kabuk Nuni Slemo, Oka Kiza Spida Perupa, Kadwa Shiniko Higa Danulia. Ich bin froh, dass ich Helden kaufen konnte. Ist mein Schade, dass er versagt hat. Flingel, tut mir leid. Oh. Er hat sich wirklich angestrengt. Ja, Meister. Imache Churonchika Chiliska Chanaga. Tiniska Tatala. Keine Ahnung, was er da mir erzählt. 7500 Erfahrung. 7500 Erfahrung? Ja, warum nicht? Und du? 8424 Erfahrung. Willst du mich verarschen? Nee, das sagt mir meine Anzeige hier. Nicht meine Erfindung. Komm her, ich muss dich klatschen. Ich glaube, ich wollte noch diese Quest da vorne fortsetzen. Da war doch was. Ja. Wow. Da hat immer was dagegen, dass wir die Quest fortsetzen. Na, dann greifen wir ihn doch an. Richtig, der hat sogar einen coolen Schutzschild gehabt. Oh, der ist stärker als die anderen. Das ist ein bisschen. Ja, ja, den habe ich vorhin gekämpft gegen den. Ach, der war der, die 282 Erfahrungspunkte von gebracht. Ja. Ah, ich verstehe. Na? Doch. Ich konnte nicht widerstehen. Ich dachte, Len kann einmal widerstehen, aber es sollte nicht sein. Es sollte nicht sein. Das ist Erfahrung. Ja. Oh, und viele. Ist das blöde Ding immer noch da? Aha, diesmal wird der Lin geschockt, sehr schön. Es geht doch nicht immer auf mich, das ist sehr angenehm. So, dann Leroy Jenkins, ne? Leroy Jenkins, rein da. Edlen Bervia Kalle Tobkeret. Atenger Kellet Wiesel Mi As. Ach Gott, diese Viecher, ich mag die nicht. Ich find sie lustig, ich mag die. Ja, aber die gehen einen ziemlich auf die Nerven in Kotor. Ach, das stinkt doch nur ein bisschen nach Fisch. Also, wer bist du? Wie heißt ihr? Wie seid ihr hergekommen? Bensegi Esige Kinge Atlas. Estavolab Megmindil Uge. Ose Disazos Homaleban. Merego Mosdu Latlanfele Gegom Es Elenga Agium. Okay, die Fleischräuber kommen also hierher so ein bisschen und werden hier noch mächtiger. Habt ihr ihren Anführer gesehen? Ein Fremdling befehligt die Fleischräuber. Ist er hier? Konfaitanche, Voltira Khan. Nein, nicht sterben. Es ist Allah Sonne, pardon, as Allah, zu Kisan. Lichtschwert? Lichtschwert? Ach, Drabo. Lichtschwert! Lichtschwert! Wait, what? Nein. Kein Lichtschwert. Da stand aber grad. Ja, da stand Lichtschwert. Lichtschwert. Hol, ja, Hol. Das ist die Quelle. Ist, ja, das ist die Hol. Ich dachte, das wäre ein Name. Holdatur. So wie Holler die Waldfee. Ich dachte wirklich, das ist ein Name. Hol, Lord, Hol. Ja, zu früh gefreut, Len, zu früh gefreut. Blöd. Ja. Dafür gibt's hier noch ein paar Fleischschreiber. Oh, Stufe 9 mittlerweile sogar. Die werden ja mächtiger, die Kerle. Netter nicht, aber mächtiger. Hat er mich schon wieder gestunt? Ja. Dachte schon. Das wäre ja nicht nett gewesen. Ende Gelände. Fleischschreiber Machtanwender sind das hier. Oh Gott. Die Höhle ist nicht so besonders groß. Es gibt nur drei Räume. Wer bist du? Grausamer Fleischräuber, Machtanwender, der hat. Es wird ja immer netter mit euch. Sehr sympathisch. Was denn? Ach, ich hab ihn umgebracht. Ich hab mich entschuldigt, warum auch immer. Okay, Bonus, 5 von 10. Ach komm. Da machen wir natürlich alle kaputt hier. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, die andere Attacke auch nochmal reinhauen. So geht das. Wo sind die nächsten? Den lassen wir. Oh, da vorne ist jemand mit Lichtschwert. Oh, Lichtschwert, Klingenkämpfer. Aber ich glaube, den heben wir zum Schluss auf. Das ist nämlich die Quest auch. Stufe 14. Schön. Soweit bin ich leider noch nicht fortgeschritten.
Zack. Das ist mir nicht vergönnt gewesen. Ach, hier sind noch welche. 7 von 10, es fehlen mir noch 3. Wo sind hier noch welche? Da oben. Oben ist noch einer, oder? 3 sind oben noch. Ach so, okay, ich bin auch schon. How convenient. Ich glaube, wir sind mittlerweile sogar ziemlich klein mit dem Leveln. Das waren wir schon von Anfang an. Ja, so ein bisschen was war immer dazwischen. Ja, aber das wird halt immer kleiner jetzt. Ja, das ist ja... Ich habe vielleicht 200 Vorsprung oder so. Ja, das ist ja ganz gut, wenn wir so ungefähr gleich leveln. Ja. So, welchen machen wir zuerst fertig? Machen wir den jetzt. Okay, das ging schnell. Oh ja, da ist der Lichtschwert-Typi. Ich warte. Gravierter Waffengriff. Du bist da, okay. Ja, ich warte. Ich bin auch gleich da. Bin ja auf dem Weg zum Lichtschwert-Typi. Auf dem Weg zu dem Lichtschwert-Typi. Okay, auf geht's. Oh, okay, direkt Kampf. Oh, ja, Tatsache, den hätten wir anspringen sollen. Au, der stößt mich zurück. Frechheit. Na, warte. Oh, unterbrochen, nein! Oh, Schwein. Den anderen habe ich gar nicht besiegen wollen. Den, ich muss mal ein paar Machtangriffe machen. Und tot ist er. Lichtschwert? Ja. Tot. Aber defekt. Natürlich ist es defekt. Kann ich wenigstens als Waffe ausrüsten. Na, geht nicht. Das ist ein Questgegenstand wahrscheinlich. Ja, und gucken wir mal kurz in die Truhe da hinten rein, ob da noch irgendwas ist. Gute Idee. In die Truhe? Raum, aber da, ja. Ich wollte Raum sagen, hat Truhe gesagt. Aber es gibt schöne Leuchtpilze. Ja. Ganz schön. Bestimmt gesund. Oh, du bist aber auch ganz schön mitgenommen gesundheitlich. Ach, Schmarrn. Oh, Schmarrn. Ist normal so. Wir geben da das Holo-Gespräch, oder? Warte. Ja, gut. Machen wir. Jetzt. Das Fleischräuberlager ist unschädlich gemacht, Meister. Aber es waren lauter Machtanwender. Sie haben einen Jedi namens Laota getötet. Seine Leiche liegt in den Ruinen. Was soll ich tun? Wir bergen unseren Gefallenen später. Ich habe gerade ein Notsignal von der Twi'lek-Siedlung erhalten. Sie haben Bengal Moor gesehen. Unsere Leute sind auf die geheimen Lager verteilt. Wir sind die einzigen, die sich darum kümmern können. Ich bin auf dem Weg zur Siedlung. Wir treffen uns dort. Ah, okay. Können wir hier eigentlich auch direkt schnell reisen? Ja, können wir machen, oder? Ja. Sollen wir direkt zur Siedlung reisen? Also zum Dorf Kalikori? Ja, klar. Gut, dann auf geht's. Außer wir haben noch eine Quest irgendwo draußen, aber ich glaube nicht, oder? Nee. Dann machen wir das doch. Schnellreise. 3, 4, 5. Und weg. Okay, so richtig nach Angriff sieht es hier aber auch noch nicht aus. Oh. Ist ja auch endlich Island. Da. Ja. Ich mach mich hier schon mal warm. Dehnübungen macht der Len schon mal. Ja. Huch, da gibt's einen Waffenladen. Da gibt's einen Waffenladen? Waren wir nicht da drinnen? War da nicht die Tante da drinnen? Nicht da, nicht da, da. Gibt's einen Waffenladen? Hat er Lichtschwert? Oder was ist das? Gegenstandsmodifikationsstation. Okay. Ich verkaufe dir aber noch mal ein bisschen Schrott. Ich hab gar nicht so viel Schrott dabei. Was verkauft denn der? Juba da Maxa. Der hat schöne Sachen. Echt? Ja. Und der hier hat hat irgendwie eine Klinge gehabt. Oh. Kriegt der Len auch endlich mal eine Tunika. Die will ich doch gar nicht. Ich schau da gerade nur rein, was der so hat. Blau ist wahrscheinlich besser, oder? Ich hab keine Ahnung. Boah, mittlerweile sogar 7000 Credits habe ich hier. Ganz schön viel. Ja, ich dachte, dass ich mittlerweile schon so viel habe. Ich glaube, ich spare aber trotzdem auf den Gleiter. Du sparst auf den Gleiter, okay. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel die kosten. Wahrscheinlich 10.000 oder so. Oh. Der Klinge des Stellvertreters. Leichtes Florett des Schülers. Leichtes Florett des Stellvertreters. Aber das sieht man nicht, ob die. Das sieht man immer. Achso, das ist nur Haupthand. Nahkampf. Ah, soll ich mir das kaufen für 400? Aber wenn man sowas hat, theoretisch, ist es besser als unseres? Plus 1 jeweils. Ja. Plus 1 jeweils. Und warum ist das eine 7... Achso, das kostet beide 400. Ja, vielleicht können wir dann das Lichtschwert nehmen, oder? Nee, ist ja kein Lichtschwert. Eigentlich ist es ja nur für die Hauptband. Haupthand. Naja, ich meine als zweite Waffe dann, deswegen. Überlege ich gerade. Warte mal. Weil das Lichtschwert ist ja Nebenhand. Und wenn wir dann eine Haupthandwaffe haben... Ist das Haupthand? Haupthand, da steht Nahkampf. Würde ich mal davon ausgehen. Ich glaube zwar nicht. Ach komm, gönnt man sich mal, gönnt sich ja sonst nix. Na, probieren wir es aus.
Was haben wir schon zu verlieren? Oh, verdammt, ich hab's wieder verkauft. Ich Idiot, weil ich noch im Kaufmenü war. Viel Glück da draußen. Ich schlau mal. Geht eh nicht. Slot ist voll. Also anscheinend ist es nicht klar geregelt, was da jetzt Zweihand ist und was Aber ich hab Einhand jetzt ist. Oh, das leuchtet ja nicht mal. Das ist ja gar nichts. Naja, zumindest haben wir eine bisschen bessere Waffe jetzt. Oh yeah. Warte mal, ich geh nochmal kurz zum Händler und verkauf den restlichen Schrott auch noch, den ich hier hab. Ich dachte, das hättest du schon gemacht gehabt. Ja, ich habe ja das Ding habe ich jetzt ja auch wieder zu verkaufen. Das war's? So, wo bist du? Warte, geh noch nicht rein. Das, diese Vibro-Klinge. Ja, genau, die habe ich noch. So, warte kurz, bevor wir reingehen, dann machen wir nämlich hier einen ganz gemeinen Cut und sehen uns im nächsten Part. Nicht, weil ich gemein bin, sondern weil ich aufs Klo muss. Bis dann, Servus. Möge die Macht mit euch sein.